Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News am 16.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Gucken wir mal, was es da so aktuell am Start gibt. Joa. Nicht so wirklich viel Neues. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan die Shops nicht mehr so wirklich krass gut sind. Also die richtigen Knaller lassen momentan echt auf sich warten. So, gucken wir mal aktuell in das derzeitige Voting vom Shop rein. Hier haben wir, sieht man auch hier, Love It 915, It's Mad 1389 und Hate It 2935. Wie immer, hier unten in der Ecke eingeblendet. Jo, fangen wir einfach mal jetzt hier. Gut, das Set hatten wir gestern bereits gehabt. Mit dem Divergenz und Bracer und so weiter. Wir können mal schauen, wie momentan der Bracer angekommen ist. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Alles andere kann man ja in dem Video von gestern sehen. Aber, ja, hier Noten vom Bracer. 3,17 von 5 bei 12 Votes nur. 15 Reminders am 15. Mai 2019, eben gestern das erste Mal drin gewesen. Boah, ist jetzt nicht so der Oberknaller. Verge hatte ich ja gestern bereits schon vorgestellt. Sauberer Schnitt ebenfalls, Divergenz auch. Geht's gleich weiter hier zu den neuen Featured Items. Hier haben wir die Nachthexe für 1500 V-Bucks. Ich persönlich finde die eigentlich... Oh, da unten ist ein kleiner Schädel da unten dran. Ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So ein bisschen Voodoo-Style. Mit der Macht des Mondes. Jo, Teil kriegt von mir 7 von 10. Besonders beliebt ist er allerdings auch nicht. Also hier 2,73 von 5 bei 15 Votes nur. Am 31. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 17 Reminders seitdem. Oh. Den Schamanen finde ich persönlich eigentlich auch cool. Auch 7 von 10. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was da für eine Note rauskommt. Ich befürchte, das wird nicht viel besser sein als jetzt eben. Gucken wir mal beim... Oh Gott. Das ist ja einer der am schlechtesten bewertetsten Skins. 2,11 von 5 bei 9 Votes am 31. März 2019 auch das erste Mal drin. Ja. 5 Reminders. Ja, alles klar. Dann haben wir den Mondknochen. Mit dem kann ich persönlich auch nicht so wirklich viel anfangen. Der Teil kriegt von mir 5 von 10. Der Mondknochen für 800 V-Bucks. 3 von 5 bei 5 Votes. Und jetzt kommen wir zu den Daily Items. Also... Hier mit diesem Toaster oben auf der Birne, da ist so eine alte Banane, ein Reifen, Streichhölzer, Toilettenpapierrolle an der Seite, Mülldeckel, Mülleimerdeckel, so rum. Ja, halt ein richtiger Schrotthaufen, wenn man so will. Meiner sagen kann, was da auf dem Toaster noch draufsteht. Ja, Provisorium für 1500 V-Bucks. Ich kann mit dem Ding, ja, 6 von 10. Kid Bash hat hier momentan 3,18 von 5 bei 22 Votes. Am 10. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen, seitdem 3x18 Reminders. Eine meiner Lieblings-Emotes. Pulp Fiction-Fan. Muss man diesen Emote mögen. Twist. Ja, kriegt von mir natürlich dann 10 von 10. Und der Twist hat hier derzeit ein Voting von 4,52 von 5 bei 33 Votes. Am 14. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem 151 Reminders. Dann haben wir den Birdie. Für 800 V-Bucks. Boah. Golfspielerin. In rosa.
5 von 10. Aktuelles Voting 3,61 von 5 bei 18 Votes. Am 14. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem zweimal 14 Reminders. Tagtraum? Tagtraum kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir hier ein Voting 3,78 von 5 bei 27 Votes. Am 14. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 8 Reminders. Für 200 V-Bucks elektrifiziert. Ja, elektrifiziert kriegt von mir 8 von 10. Und hier haben wir ein aktuelles Voting 4,31 von 5 bei 13 Votes. 45 Reminders am 21. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem zweimal. Haben wir den Golfschläger? Als Picke? Ja, Golfschläger kriegt von mir 6 von 10. Wo sind wir dann auch schon durch beim heutigen Shop hier? 3,33 von 5 bei 6 Votes. Am 14. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem 9 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich freue mich auf euch.